Hallo Leute! Na, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Jo, wir haben ein kleines Stück vor uns. Also werden wir gleich mal anfangen und uns dorthin zu bewegen. Hüpf, 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 hüpf. Ja, sind wir letztes Mal stehen geblieben. Werden wir gleich mal langweilig durch den Schnee warten. Hier Schnee, draußen Schnee, überall Schnee. Es schneit ja auch zurzeit wie bekloppt. Musste letztens erst mein Auto suchen, weil ich nicht mehr wusste, wo es war. Ah, hi Freunde. Na, alles klar. Ach komm. Ach komm. Warum nicht? Gleich mal zum Anfang ein bisschen Action hier. Warum nicht? Zack. Haben. Kriegst du ja wieder mit. Nein, ich bin nicht blutdürstig. Ich habe nur ab und zu mal das Gefühl, dass hier ein wenig aufgeräumt werden muss. Wir werden mal hier die Abkürzung nehmen. Bin ich jetzt brutal deswegen? Nee, oder? Würde ich nicht sagen. Ah. Pff, brutal. Die haben mich doch provoziert. Hat man ganz eindeutig gesehen. Ah, was schippst du denn da weg? Sind wir gleich da? Weiß ich nicht. Und springen? Nein, nicht springen? Okay, dann nicht. Nein! Das ist kalt. Ja, Freunde, was gibt's zu erzählen? Ich werde bald umziehen. Ja, diesen oder nächsten Monat ist es soweit. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich in dem Punkt noch schaffe. Ach komm, die nehmen wir auch gleich noch mit hier. Zack. Und du auch noch. Ups. Das war die falsche Taste. Würde ich für dich sterben gehen. Ups, nee, das war immer zu doll. Ja, wie gesagt, ich werde umziehen. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen ich bis dahin noch schaffen werde. Dann wird es erstmal eine kleine Pause geben. Jedenfalls von mir. Der Wikipedia wird bestimmt weitermachen. Er, soweit ich weiß, jetzt Far Cry, definitiv. Call of Duty. Jegliche Option davon. Ja, auf jeden Fall wird es bei Assassin's Creed eine Pause geben. Ich werde demnächst jetzt noch ein neues Projekt anfangen, was ihr dann sicherlich auch schon gleich heute oder morgen sehen werdet. Ja, wie gesagt, da wird es dann erstmal eine kleine Pause geben, weil umziehen und bis die dann endlich mal mir den Anschluss gelegt haben, bla 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 bla. Ihr kennt das ja sicherlich, denke ich mal, können da gut ein, zwei Wochen vergehen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse. Ja. Ich versuche so viel wie möglich zu schaffen, dass halt trotzdem mal was hochgeladen werden kann. Oder dass ich so viel wie möglich hochlade und der Wikipedia es euch denn zur Verfügung stellt. Ja, da werden wir sehen, wie weit es dann ist. Ich werde auf jeden Fall dann nochmal eine Info rausgeben. Oh, Hühnchen. Oh. Und dann denke ich mal, bin ich spätestens Mitte, Ende Januar wieder für euch da. So, und jetzt vergessen wir den ganzen Kraladatsch und beginnen die Mission. Oh, war ein längerer Umtrunk. Und laut unser Totengesang. Hört, hört!
harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du... Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Oh, der Junge schafft es aber auch nicht mehr lange. Ja. Erst war es zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Hab dich nicht so. Und schwül dazu. Der reinste Sumpf, sag ich euch. Ganz zu schweigen von den Moskitos. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Der wird gar nicht wissen, was ihm geschieht, dieser Lamm. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitzel. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind geschützt. Na, hier geht's schon los, halt! Wenn dem so ist. Ich sehe, du warst fleißig. Ja. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Moin. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Dafür bin ich wieder gut, oder was? Na toll. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Warum eigentlich so kompliziert? Du sitzt doch schon da oben. Milizen eliminieren ohne offene Konflikte. Naja, wunderbar. Wir warten auf das Signal. Ist doch das, worauf ich gewartet habe. Oh, dort, Mann. Direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir Duquesne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Jo, wie kriege ich dich jetzt am besten? Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Kommen wir nicht durch? Was ist denn das? Oh Mann. Welchem ich dich erstmal schnappen hier.
Oh Mann, nein! Oh, jetzt habe ich die falsche Waffe drin gehabt, oder was? Oh Mann. Okay, das wird dann doch nicht. Komm her, du Bastard. Toll. Also war es erstes schon mal ein Griff ins Klo. Wunderbar. Ja, schön. Kacke, Mann. Ah. Ja, komm. Hier, hotte Hü, vorwärts hier. Der Boden ist uneben, das ist gefährlich. Eine falsche Bewegung. Und wenn die Franzmänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Genau. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Sorry, Pizza-Lieferdienst, ich müsste mal hier durch. Achtung, Pizza. Nein, Sir? Nicht allein. Es war eine Ehre, gedient. Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Sir. Wo seid ihr hin, Edward? Er möchte heim zu seiner Mama, weil er sonst auf die Fresse kriegt. Ja, ey, warum stehst du denn? Oh Mann. Ja, ist natürlich richtig, dass wir jetzt auch verlieren hier. Ja, dann lasst mich doch mal lossprinten hier, Freunde. Hotte Hü. Dann wir mal hier durch. Wunderbar. Nein, oh Mann. Ja komm, schmeiß doch noch mit mehr Sachen um euch rum hier, damit ich hier nicht vorankomme. Meine Fresse, Alter. Wollen wir den da irgendwie schon runterschießen? Ich glaube ja nicht. Die Entfernung ist noch zu gering. Ja, du hättest ja runterspringen können, du Spaß. Nein, geht nicht. Ach, deswegen. Okay. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Natürlich schießen wir aus Werbung. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, Lauf. Bevor er davonkommt! Ich sagte los! Bam, voll aus Maul. So, zap, 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 zap. Ihr seid ein Heuchler, hey! Zack! Kommt nicht mehr recht nach Hause zum Mittag. Mama muss warten. Warum, Haytham? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Bisschen. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen, ihr... Er schlug Unschuldige ohne jeden Skrupel. Und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht.
Leb wohl, Edward. Ich finde, die Szene ist ganz geil gemacht, im Gegensatz, also wenn man sich die anderen Folgen anguckt, oder die anderen Teile. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Hey, das kennen wir doch. Es leuchtet. Das kommt uns doch alles bekannt vor. Dahinter ist bestimmt irgendwas. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Ei, 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 was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Oh. Damit wäre es geschafft. Ja gut, da haben wir jetzt nicht so glänzend ausgesehen. Gebe ich ehrlich zu. Jo, und den Rest gucken wir uns später an.